Hallo ihr Lieben, ich wollte heute nochmal mit euch ein bisschen Osterdeko machen und zwar dieses Mal ein bisschen einfacheres Design, was ein bisschen schneller geht. Na, dafür brauchen wir auch gar nicht viel, ne? Wir brauchen im Prinzip einfach nur 1,5 mm Aluminiumdraht. Ich habe jetzt hier so einen Effektdraht, der hat quasi einen Farbverlauf ineinander und den fand ich ganz cool zum Thema, deswegen dachte ich mir, nehmen wir den. Und wir starten auch direkt mit der Anleitung. Und zwar formen wir uns als erstes den Kreis mit Draht. Dazu nehmt euch einfach eure Rolle und wickelt im Prinzip den Draht einfach hier so mal ganz, ganz grob und salopp hier drumherum. Das kann auch schon mal schief sein noch am Anfang, das ist egal. Na, das machen wir gleich noch ordentlich. Geht nur darum, dass wir erstmal drei quasi Kreise hier haben. Na, und dann müssen wir das Ganze dementsprechend anpassen und auch abschneiden, nicht vergessen. Dazu einfach hier die Schere wieder nehmen, beziehungsweise die Universalschere nehme ich dafür gerne. Oder halt einen Seitenschneider, je nachdem, was ihr habt. So, und dann formen wir uns im Prinzip schon mal so ein bisschen den Kreis, wie wir es gerne hätten. Na, müssen wir halt so ein bisschen gucken und ein bisschen schieben, sage ich jetzt mal. Nee, ist auch nicht so schlimm, wenn der Kreis ein bisschen größer ist, wie auf dem Bild. Das ist eigentlich relativ egal. So, und jetzt haben wir hier, wie gesagt, so ein bisschen Blau und Gold und Grün-Effekt. Und das ist das, was wir wollen. Und jetzt machen wir ganz einfach das Ganze hier zu an der Seite. Nehmt euch einfach ein Ende von eurem Draht und wickelt das hier einfach nur drumherum. Ne? Also einfach hier mal so ein bisschen drumherum wickeln. So, einmal. Dann nehmt euch eine Flachzange und drückt euch hier die Enden dementsprechend fest. Einmal. So, dann gucke ich nochmal, ob die Kreise so ungefähr hinhauen, wie ich sie haben möchte. Ja, so. Alles, was so ein bisschen scheppig ist, das können wir nachher noch ein bisschen korrigieren. Da kommt noch ein bisschen Deko dazu. Und dann machen wir hier auch nochmal zu, damit es dann hier nicht aufgeht, beziehungsweise wir auch das Ende vom Draht hier dementsprechend auch weg haben. So, auch wieder hier mit der Zange ein bisschen andrücken, damit wir uns nicht wehtun. So, machen wir schon mal ein bisschen bockig der Draht, aber es geht. So sieht das dann jetzt aus und ich habe den jetzt hier angedrückt und hier drüben genauso. Und dann haben wir unsere Kreise. So. Die sind natürlich jetzt ein bisschen ömmelig, aber das ist nicht schlimm. So, als nächstes machen wir unser Hasi. Ne? Das ist der kleine Schnucki. So, und da fange ich hier unten einfach an. Ich lasse mir hier eine kleine gerade überstehen, eine kleine Kante. Hoppala, jetzt habe ich mich hier verhakelt. So, und dann gehe ich mit dem Draht einfach nur die Linie nach bis hier oben. Und da mache ich mir quasi eine Schlaufe rein, eine große mit dem Öhrchen. So, hier oben ist der erste Knick. Da könnt ihr entweder eine scharfe Kante reinmachen oder einfach einen leichten Bogen. Ich finde es eigentlich ganz niedlich, wenn die Öhrchen so ein bisschen runder quasi sind. Also so, finde ich persönlich ganz süß. Und dann gehen wir hier nach oben, machen direkt das zweite Öhrchen uns. So. Ach, Draht und sowas alles werde ich euch unten wieder verlinken. Ne? Und so wie beim letzten Mal werde ich euch auch hier für eine Anleitung machen. Die könnt ihr euch dann wieder runterladen, so wie in dem anderen Video, was ich vorher gemacht habe. Ne? Das verlinke ich euch hier oben. Das andere Video. Ne, da könnt ihr dann nochmal gucken. Da hatten wir ja den Hasi mit der Schrift gemacht. So, Öhrchen, komm her. Das können wir uns gleich nochmal ordentlich zusammenbiegen. So, jetzt kommen wir zur Stirn und zum Schnütchen. Na, ich halte das dann hier immer so ein bisschen fest. Na, da kann man sich, wenn man möchte, einen Knick reinmachen, so wie hier auch. Oder man sagt, man lässt es. Jetzt machen wir hier unser Kinn. Und hier einfach umklappen den Draht und dann jetzt gleich mit der Zange noch flach drücken. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Abstand, das drücke ich mir jetzt mit der Zange flach. Upsale. So. Ne? Schön platt drücken das Ganze. So, Hasi wieder auflegen.
Dann halte ich mir das hier nochmal so ein bisschen fest und dann kann ich hier quasi den Rest vom Bauch, Rücken, whatever machen. Und dann machen wir uns hier unten noch ein Schläufchen rein für das Puschelchen. So, weil hier kommt ja unser Puschel hin. Der kleine süße Hagenpuschel. So sieht das dann jetzt aus. Jetzt lassen wir hier nochmal ein Stück Platz. Und dann schneiden wir uns das Ganze ab. So, das war das Häschen. So, Draht wieder weg tun. Jetzt kümmern wir uns mal um das Öhrchen hier. Das ist ja doch ein bisschen scheppig geworden. Das kann man im Nachhinein halt immer noch mal ein bisschen nachbiegen. Na, das ist gar kein Problem. Ihr könnt ja hier mit den Fingern so ein bisschen das quetschen, so wie euch das am besten gefällt. Und dann einfach hier die Öhrchen noch mal so ein bisschen zusammenwursteln. Ne? Muss ja nicht hundertprozentig wie auf dem Bild sein. Das ist ja Quatsch. Ne? Hauptsache, wir haben hübsches Hasi. So, haben wir jetzt unser Hasi-Pupsi. Und jetzt kommt das Ganze in seine Form rein. So, Plan ist nämlich, hier die Öffnung kommt quasi etwas weiter oben. Ne, ich muss jetzt nur gucken, wie rum ich das am liebsten hätte. Weil hier kommt eh noch Deko dran. Ich zeige euch das mal. So ungefähr soll das dann aussehen. Und dann kommt hier quasi unser Hasi gleich rein. Und den machen wir jetzt nochmal zu. So. Hier könnt ihr einfach den Draht nehmen und dann hier unten drumherum wickeln, damit der Hasi fest ist. So. Hab ein bisschen viel abgeschnitten, sehe ich gerade, aber ist egal. So. Machen wir hier auf der Seite auch nochmal. So. So, und auch hier wieder mit der Zange dementsprechend das Ganze rund biegen. Oh, ich komme immer aus der Kamera raus, sehe ich gerade. So. Na, wie gesagt, wir wollen uns ja nicht wehtun. So. Dann machen wir noch ein Schläufchen und dann passt das auch. So, dann schneide ich mir das hier knappkantig ab. Könnt ihr natürlich auch mit einem Seitenschneider machen, ist klar. Aber ich habe jetzt den da genommen, deswegen ist nicht so schlimm. So. Alles schön fest drücken. Und dann kommt der Hasi dann quasi hier gleich mit rein, zusammen mit unserem Heißkleber. Ne? Das heißt, wir brauchen jetzt unseren Heißkleber. Brauchen noch eine Unterlage, ne? Heißkleber und Tisch verträgt sich nicht so gut. So, Unterlage noch schnell. Springt das schon weg. So, also wir schnappen uns unseren Heißkleber wieder. Ne? Machen wir hier ein bisschen was rein wieder. So, damit der Reis schon mal rein kann. So. So, ein bisschen festdrücken mit der Zange ruhig. So, damit das auch da drinnen bleibt. So, für unser Hasi, wichtig, ne? Hasi guckt nicht da, wo das zu ist, also hier, wo die Knotendinger sind, da kommen die Öhrchen hin. Hasi kommt hier rein, ne? Also Gesicht zur schönen Seite und Öhrchen zu der hässlichen Seite mit den Knotenpunkten, sag ich jetzt mal. So, jetzt nochmal Heißkleber rein. Ich hoffe, das reicht. So, Hasi rein. So, auch hier wieder mit der Zange so ein bisschen reindrücken, ruhig. Na, weil wir haben ja hier die Öffnungen. Die müssen dann natürlich rein. So, ein bisschen warten. Heiß, heiß, heiß. Heißkleber heiß, genau. So, mache ich hier nochmal ein bisschen was rein. Und alles, was übersteht vom Heißkleber, kann ich ja gleich noch wegmachen. Na, so mit der Zange oder whatever. Wir wollen nur nicht, dass Hasi uns flöten geht. So. So sieht das dann aus. Und dann können wir jetzt auch schon anfangen zu dekorieren, nachdem ich meinen Heißkleber ausgesteckt habe, weil Heißkleber heiß, doof. Na, wisst ihr ja selber. Und dann stellen wir den Schatz hier mal kurz hier weg. Matte kommt auch mal kurz wieder weg. So. So. So, Hasi muss kurz trocknen. In der Zeit hole ich mal meine Blümchen. Ich habe wieder Blümchen hier ausgesucht. Und zwar dieses Mal weiße. Na, also hier diese kleinen weißen Blümchen und hier so Blümchen wieder mit Glitzer. Mag ich gerne, finde ich schön.
und auch wieder diese Dekoblätter. Damit dekorieren wir jetzt unseren kleinen süßen Hoppelhasen. Wenn ihr seht, dass das nicht so richtig passt, wie euch das gefällt, einfach hier unten so ein bisschen festhalten und dann nochmal so ein bisschen biegen. Das geht, das ist gar kein Problem. Wie gesagt, er ist jetzt ein bisschen ömmelig geworden, aber das ist nicht schlimm. Wir können das ja hier nochmal ein bisschen bewegen. Und wenn wir die Blümchen dran machen, sieht das sowieso schon wieder anders aus, ne? Warum habe ich es jetzt festgeklebt? Ganz einfach, damit ich das mit den Blümchen hier drumherum besser abschätzen kann. Na, das ist dann etwas einfacher für mich, weil die Blümchen müssen ja hier den Quatsch hier verdecken. So, ich würde mal sagen, ich lege mal das Pupsi hier hin und wir fangen mal an mit unseren Blümchen. So, mache ich so ähnlich wie im letzten Video auch schon. Na, ich nehme schon mal drei Blümchen hier so vorab weg. Mal drapiere die mir so ein bisschen und verbinde die dann hier hinten schon mal so ein bisschen miteinander, ne? Also hier so ein bisschen verdrahten, ne? Und dann können wir hier die schon mal so ein bisschen ansetzen. Ich wollte die ganz gerne so oberhalb der Öhrchen machen, also hier so, so, ne? Und dann machen wir uns das hier fest. So. Und weil das eine Tischdeko werden will, lege ich hier die eine Blume auf die andere Seite, damit das quasi von beiden Seiten so einigermaßen hübsch aussieht, sage ich jetzt mal. Ne? Weil ich möchte ja, dass diese Tischdekoration von beiden Seiten einigermaßen gut aussieht. Und das heißt, ich muss hier die Blümchen so drapieren, dass hier das ein bisschen verdeckt ist und auf der anderen Seite auch hübsch ausschaut. So, und dann können wir uns frei entfalten mit unseren Dekorationen. Ne, könnt ihr auch wieder Blätterchen dazu nehmen, wenn ihr möchtet. So ein bisschen. Das sieht dann auch mal ganz nett aus. Und das Ganze machen wir jetzt mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf mit dem Dekorieren, damit ihr seht, wie das dann gleich zum Schluss aussieht. Jetzt haben wir unsere ganzen Blümchen verarbeitet. Ne, das sieht jetzt so aus. Ne, da kann man jetzt natürlich noch mehr reinmachen, wenn man möchte. Ne, das ist jetzt mal Geschmackssache, sage ich jetzt mal. Ne. Hier hinten zum Beispiel so, habe ich ein paar mehr jetzt hier dran, aber ist eigentlich auch egal. Ja, und wenn euch das so gefällt, dann lasst ihr das so. Ansonsten könnt ihr euch hier das Ganze noch mal so ein bisschen zurecht biegen, ne? Weil man kann das hier immer noch alles hin und her bewegen, ne? Wenn ihr sagt, okay, ein bisschen ömmelig immer noch, ich möchte das was runder oder whatever, nur ein bisschen aufpassen mit den Klebepunkten, dass das hier nicht hier euch wieder abgeht, ne? Deswegen halte ich jetzt hier so ein bisschen die Finger drauf, ne? Weil ich ein bisschen Angst habe, dass das schief geht. Und dann ist unsere Hasendeko eigentlich schon fertig für den Tisch, ne? Und das Beste ist natürlich beidseitig die Blümchen. Dadurch könnt ihr das so auf den Tisch stellen, wie ihr möchtet. Und es sieht trotzdem von beiden Seiten richtig sweetie aus. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Wie gesagt, Anleitung werdet ihr dann auch hier oben irgendwo finden. Und unten in der Videobeschreibung natürlich auch alles wieder wie gehabt mit den Drahtlängen und so weiter und so fort. Ja, und dann wünsche ich euch schon mal frohe Ostern. Und wir sehen uns beim nächsten Video, ihr Lieben. Bis dann, eure Sarah. Ciao, ciao.